Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dying Light 2. So, wir haben heute etwas vor, es ist ein Stück. Los geht's. Ich weiß gar nicht mal, was das für eine Mission ist, wir lassen uns einfach mal überraschen. Das ist so, es wird dunkel, ne? Die Sirenen sind losgegangen bei dem Angst. So, ich bin ein bisschen ruhig, weil ich bin gerade überlegen, das Spiel hat mich heute war ein bisschen komisch. Und zwar hat es sehr lange gebraucht, bis es sich aufgebaut hat. Und natürlich, wir haben am Anfang immer Hochleaktionen angesagt. Ich weiß, wir müssen nicht. Ich wollte nur das entdecken. So. Und gut. Danke. Hm, was ist kaputt? Ich sehe dich. Wer sieht mich? Guck, guck. Wen hab ich gefunden? Wer? Wir halten das Arschloch besser auf. Ja, warte. Stück Scheiße! Komm schon! Ich bin hier durch! So, ich auch. Okay. Gimme all what you have. Ja, Sirenen gehen los, das heißt, es ist also los. Ist die Abendsonne da? Pöschen, Pöschen. Ja.
viel Nebenstoff drin. Schlaf. Nicht ein Skill, dass das schneller geht, besser oder so. Das ist ein anderes Spiel. Seid aber viel. Ich bin auch nur hier, weil ich da bin. Oh, warum geht das nicht? Bitte, lasst mich gehen. Auch noch. YouTube, komm voran. Schon. Toll. So. Karumba. Tschüss. Da geht's. Geht's eigentlich nach unten? Irgendwas Gutes muss es doch geben. Hier vielleicht? Ah, immerhin Teile. Das geht. Es ist doch noch keine Art.
irgendwo. Sollen diese blöde sein? Brennstoffbehälter erkannt. Hier im Gebäude. Und das tut. Aber das ist eine Sache, die wir nachts machen. Ich weiß. Ich kann nicht jeden retten. Ich kann mich selber kommen. Okay, hier oben sind wir. Bin ich schon mal hier? Hier vielleicht. Nein. Oder ist jetzt so viel los am Tag? Das ist uncool. Da jetzt reingehen. Ich bin es nicht wert. Bitte lasst mich gehen. Was hat mich getötet? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Nein, wir gehen nicht. Ich glaube, das... Nein, vergiss das, ich gehe da nicht rein. Nicht rein. Hä? Ach, wir machen das, was wir machen. Nein, also da kannst du wirklich nachts reingehen. Ich glaube, es war ein Schattenjäger oder so. Genau. Schattenjäger sind nirgendwo zu sehen, nur tagsüber in den Häusern. Was hier? Bienen haben keine. Nichts mehr. Okay. Wir müssen da rüber, ne? Willst du was? Endstation. So.
weiß ich. Wieso gehen wir da hin? Warte, was habe ich denn für eine Mission? Echte Freunde. Er sucht nach ihren Söhnen Mo und... Ja, okay. Ich soll auf den Bazar erstmal gucken. Also, mein PC mag diesen Ort. Wenn ich hier wäre, würde ich verschwinden, bevor die Leute wütend werden. Hey, Damien. Aiden. Hey. Wie geht's dir? In absehbarer Zeit keine Pläne für Fluglektionen von einem Turm in der Nähe. Schön zu hören. Ich stehe jeden Tag auf und versuche, ihn zu überstehen. Bisher mit Erfolg. Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Du hast mir das Leben gerettet, obwohl ich nicht sicher bin, dass ich es verdiene. Trotzdem, danke, Aiden. Wusste ich's doch. Aber wo soll ich jetzt diese Kinder finden? Die Gerüchte sagen, dass wir gegen die Banditen losziehen. Kommst du mit, Pega? Handeln wir mal eine Runde. Ich habe kein Geld. Das heißt, ich muss ein bisschen was verkaufen. Okay, jetzt haben wir Geld. Das ist bald finito. Okay. Hast du sonst noch was Nettes? Lockere Schraube. 1300. Ich weiß, wenn manche wieder so, ah, wieso denn? Ich will aber so. Jetzt erstmal nix. Jack und Joe sind einfach nur hinterhältige Mistkerle. Aber wo soll ich die suchen? Was passiert, wenn man mit Banditen verhandelt? Haben wir dir nicht gesagt, dass du vorsichtig sein sollst, wenn du verkaufst? Wo soll ich die suchen? Inne an. Sollen sie auf dem Bazar. Hast du im Bazar etwas gefunden, das dir gefällt? Buddy? Buddy! Hey, ich suche nach zwei Kindern, Scott und Mo. Mo? Das ist mein neuer bester Freund, wissen Sie? Nach Buddy natürlich. Hast du ihn heute gesehen? Heute nicht, nein. Aber er und Scott kommen in letzter Zeit oft zum Spielen zu mir und Buddy. Am Anfang hat Buddy ihnen nicht getraut, aber jetzt haben wir echt viel Spaß. Kennen Sie Buddy? Buddy ist mein Hund. Ja, weiß ich. Hör zu. Irgendeine Ahnung, wo Mo und Scott sein könnten? Keine Ahnung. Ich habe heute noch niemanden gesehen. Nicht mal Buddy. Haben Sie Buddy gesehen? Ich suche nach Löchern im Boden. Hunde graben gern Löcher. Wenn ich ein Loch finde, kann Buddy ja nicht weit weg sein. Ach, und wussten Sie schon, dass Hunde super gut riechen können? Sie können Leute finden und Knochen und so. Und sie können echt auch Angst riechen. Nein, habe ich nicht gesehen. Aber ich halte die Augen offen. Ich muss jetzt los. Ziemlich beschäftigt gerade. Warten Sie! Ich habe eine Idee! Das Bazar-Tor! Natürlich! Warum sollten Mo und Scott am Bazar-Tor sein? Keine Ahnung. Ich meine Buddy. Dort gibt es überall Knochen, weil, naja, Sie wissen schon. Buddy buddelt am Tor immer wie wild.
Tut mir leid, Junge, aber ich habe gerade keine Zeit für Buddy. Ich hab's eilig. Nach Menschenknochen buddeln finde ich ziemlich unheimlich. Aber Scott und Mo finden's irre witzig. Warte, also waren Scott und Mo am Ende gar nicht hier draußen? Weißt du, wo sie sonst noch sein könnten? Wenn sie sie so dringend suchen, schauen sie doch mal in der King William the Ninth Road. Scott hat uns da in der Nähe gezeigt, wie man Marder jagt. Danke für den Tipp. Keine Sorge. Sobald ich sie gefunden habe, schaue ich nach Buddy. Danke, Mister. Das hoffe ich doch. Vielleicht wird Buddy dann auch Ihr Freund. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen. Okay, suchen Sie auf dem... Ja, es ist tut tu mir immer, aber bin ich da. Geh mal hier raus. So ein Scheiß. Die Leute beschweren sich immer. Ich hoffe, mich erwischt kein Weißer. Ja, dann pass gut auf dich auf. Es hat sich gerade so angehört, als wäre da wieder ein Riesenvieh. Irgendwas ist wieder da. So nicht. Okay, vielleicht hier. Das ist ein Fragezeichen, muss das fragen. Das sieht ja schön aus. Fragezeichen mitnehmen. 60 Meter. Ein Hund. Nein. Mit den Knöpfen Inventar. Start. Oh Mann. Wieso? Weiß, wer was anzutun. Das macht so Spaß. Mo! Scott! Scott? Seid ihr hier? Eure Mutter sucht euch! Mo! Scott! Mo! Immer noch nichts. Das gefällt mir nicht. Und trotzdem immer noch viele, ne? Okay.
Oh, ein bisschen geschnitzeltes. Löschen, ihr drei. Okay. Und ihr, damit euch nicht nervt. Ich helfe. Nein, will ich jetzt nicht öffnen. Mittelchen. Guck. Die Sonne scheint. I'm a samurai. Dürfte ich jetzt da dran, weil eigentlich müsste doch da was sein. Achso. Da habe ich schon rausgeguckt, ne? Da haben die mich gestört. Dann habe ich rausgeguckt. Du hast mal Groschen noch gehabt. Jeder muss mal sterben. Stell dich nicht so an. Ja, ist das so. Also, wenigstens Trophäen sammle ich. Aber
Das ist doch jetzt in Ordnung. Das haben wir doch leer geräumt. Mo! Scott! Dana, wir haben ihn. Kommt der von hinten? Scott! Nicht so, mein Freund. Nicht so. Ach, ihr habt doch nichts. Trotzdem untersuche ich mal. Echt jetzt? Zum Teil 1 konntet ihr das noch nicht so gut. Ich habe das alles zu tun. Okay, ihr Lieben, euch würde sagen, suchen wir da so einen Speicherplatz jetzt. Speichern können. Oh, meine Mutter. Scott, deine Mutter hat mich geschickt. Wo ist dein Bruder? Wir haben gespielt und dann ist der Hund weggelaufen und... Mo! Was genau ist passiert? Was genau ist passiert? Wir haben Stöckchen für den Hund geworfen und dann ist er da reingelaufen. Du sagtest, er ist weggelaufen. Nun, er ist da reingelaufen. Dann sind wir hinterher und ein Infizierter, er hat uns angegriffen. Der Hund hat uns gerettet. Ich muss zurück. Ich muss Mo retten. Sonst bringt meine Mutter mich um. In welchem Stockwerk ist Mo? Zweiter Stock, nein, dritter oder vielleicht vierter. Ich weiß nicht. Bitte, hilf meinem Bruder. Geh zurück zum Bazar. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich. Pass auf die Infizierten auf. Wer hat mit so viel... Schlachtfest.
Ist was gut. Egal. Okay, ihr Lieben, ich würde mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, immer würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Mal sehen, wo wir spawnen. Ich hoffe mal hier. Aber ja, wer weiß. Also bis dahin. Adios.